So, und weiter geht's. Beginnen wir mit dem Schattentempel. Und ja, mir ist natürlich aufgefallen, ich habe was vergessen als Kind. Ich wollte ja noch die Vogelscheuchenvölker nochmal richtig erlernen. Leider Pech gehabt. Muss ich irgendwann nachholen. Nach diesem Tempel wahrscheinlich. Die Schatten werden sich nur dem offenbaren, der die Augen der Wahrheit besitzt. Es heißt, man könne sie in Kakariko finden. Ist aber nur ein Auge. Ja, und mit diesem kann ich dann hier rüber. Aber erstmal muss ich mir ein wichtiges Item holen. Ohne das komme ich dann nämlich nicht durch den Tempel. Und ich meine, der Tempel ist gar nicht so lang. Den kann man recht schnell erledigen. Der lebt halt von Lug und Trug, wie man hier sieht. Und Laberung. Also Blabla. Laberung. Von Gewäsch und Geschwätz und furchteinflößenden Gruselgeschichten. Die ich aber, glaube ich, schon immer weggeklickt habe, weil mich die gar nicht interessieren. So, jetzt bin ich im nächsten Bereich. Aua, ein fliegender Topf. Immer wieder dasselbe. Ja, ohne das Auge der Wahrheit kann man da schon ein bisschen länger sich dran aufhalten in diesen Labyrinthen. Und hier, das kennen wir schon. Bisschen enger vielleicht. Oh, direkt vor meiner Nase. Schlimmer kann es ja nicht kommen. Na gut. Oh, er hat mich getroffen. Er hat mich. Was ist passiert? Wieso hat er. Wieso bin ich so schnell wieder weggekommen? Ist die Frage. Ja, und da ich ja jetzt das Masterschwert nur habe, dauert das ein bisschen länger. Im Langschwert müsste ich ihn, glaube ich, nur zweimal treffen. Boah, wieso kommt der mir direkt vor meiner Nase raus? Und wieso kann ich mich immer so schnell befreien? Das ist komisch. Normalerweise hält das so ein paar Sekunden, sodass er mich mindestens einmal beißt. Oh, muss man so sagen. Ah, schon wieder vor der Nase. Klar doch. Es geht aber nicht anders. Das musste irgendwann passieren. Jetzt hat er mich erwischt. Aber man sieht, ein halbes Herz, wirklich gefährlich ist der eigentlich nicht. Da muss man keine große Angst haben. Und damit wäre schon die erste Hürde genommen. Jetzt mit der Niederlage des Hirnsaugers gibt es, da kann ich gar nicht reingucken, gibt es schon das Wichtigste im Tempel meines Wissens. Jetzt muss ich eigentlich nur noch den Tempel schaffen. Die Gleitstiefel. Mit diesen seltsamen Schuhen schwebst du über den Boden. Ja, die Schuhe sind für normalen Boden ziemlich nervig, weil man dauernd rumrutscht. Und über Abgründe schwebt man halt eine ganz kurze Zeit. Halt ziemlich zweckmäßig, aber nicht wirklich das, was man rund um die Uhr tragen will. Aber immerhin noch besser als die Eisenstiefel in dem Fall, wenn man das mal so vergleicht. Oh, wie bin ich denn hier reingekommen? Außersehen falsch gelaufen. Mist. Mit dem Langschwert hätte ich es noch erwischt, aber jetzt erwischt es mich. Oh, das war gut. Das war mehr Glück als Verstand. Ungewohnt für mich. Dumm, dass ich jetzt irgendwie die Tür verpeilt habe. Normalerweise passiert mir das nicht. Aber jetzt sollte es endlich vorbei sein. Dankeschön. Vielleicht gibt es ja irgendwie sogar noch einen Kompass oder Karte. Müsste sogar sein, sonst wäre es ja keine große Truhe. Ein Gegenstand, den ich normalerweise übersehe. Also einfach auslasse, die Karte. Weil ich die einfach nicht brauche. Ich bin gerade gar nicht sicher, ob es hier. Ich meine, wo es einen Kompass gibt. Dass es einen geben wird, ist auf jeden Fall klar. So, hier sollte es rausgehen. Ist ja eigentlich auch leicht zu erkennen, bei Türen, die normal aufgehen, ist es sicherer, als wenn es so welche sind, die dann sich gleich wieder versperren. Was man ja schon von außen erkennen kann. So, jetzt muss man gucken. Hier ist das einzige der Totenschädel noch auf der Stange. Wenn man das Auge der Wahrheit benutzt, und deswegen muss man den da hinschieben. Und hier ist es auch immer dieselbe Stange, glaube ich. Ist immer die zweite. Bei Master Quest ist es ein bisschen anders. Muss hier, sonst wäre es ja langweilig. Und wenn man hier dann die falsche Entscheidung trifft, dann verschwindet der Boden und man fällt darunter und dann hat man ziemlich gelost. So, ich glaube, hier könnte ich schon die Eisenstiefel benutzen. Und hier fliege ich auch allzu gerne mal runter. Aber diesen habe ich geschafft, sehr schön. Ich lasse sie einfach mal an, auch wenn sie ein bisschen nerven dann. Hier, man rutscht halt rum und alles. Fast wie bei Mario.
Eigentlich brauche ich die jetzt noch nicht. Nee, ich ziehe sie wieder aus. Die nerven noch. Ich nehme lieber mal die Bomben. Und gucken, das ist so einer, der zwei Bomben aushält. Der ist ein ganz harter. Strahlzyklopen. Ist doch eigentlich dasselbe wie in der Dodongo-Höhle, oder? Der hatte doch nur einen ausgehalten, aber ich bin gerade nicht sicher. So, da muss ich gar kein Auge der Wahrheit benutzen. Ich weiß schon, dass er durchgeht. Ah ja, mein Lieblingsraum. Naja, so toll ist er jetzt nicht. Man kann ihn recht schnell erledigen. So eine Abwandlung gab es in der Eishöhle auch schon mit so einem drehenden, gefährlichen, sichelnden Schwert oder was auch immer das ist. Guck ich mal. Ah, das sehe ich sogar ohne das Auge der Wahrheit. Da werde ich später noch anderes erleben. Ach, das war's schon. Das ging schnell. Jetzt überlege ich. Da ist es. Und es geht um dieses Trüschen, das einen Schlüssel beherbergt. Schon kann ich wieder raus hier. Kein sehr langer Raum. Und hier haben sie jetzt wieder natürlich. Ja, voll, der steht wieder. Was Interessantes gemacht. Ach, das war doch nicht das Interessante, okay. Hier hätte ich gar nicht reingemusst, glaube ich, aber vielleicht gibt es ja wieder einen Kompass. Und eigentlich sind diese Mumien genau dasselbe. Na gut, die halten mehr aus, wie man sieht, mehr als die Zombies, oder? Vielleicht ein bisschen mehr, aber nur ganz minimal. Aber im Prinzip sind es genau dieselben Gegner wie die Zombies, nur dass sie anders aussehen. Und wenn ich jetzt nicht aufpasst, dann hat er mich. Boah, das war mehr Glück als Verstand, echt. Schon komisch, in Hyrule's Stadt hat mich das Teil von viel weiter weg angegriffen. Und hier war der direkt neben mir und hat einfach nicht gesprungen. Komisch. Also diesen Kompass hier, den lasse ich normalerweise auch raus. Aber warum nicht? Ich will ja 100% machen jetzt. War es das jetzt hier? Dann müsste es hier weitergehen. Ja, hier war das Witzige. Hier kann man nämlich nicht einmal durchgehen, sondern man muss es aufsprengen, denn das ist eine echte Mauer. Und weiter kommt mir gar nicht ohne den Schlüssel. Ja gut, aber der Tempel ist eigentlich schon fast geschafft. So lang geht echt nicht. Hier darf man nur durch den Spinnen rennen. Das Dumme ist, dieser Weg nach unten dauert eine Weile. Und wenn man dann unten in den Abgrund fällt, muss man den ganzen Weg nochmal laufen. Das ist eigentlich so ziemlich das Nervigste. Was mir schon ziemlich viel Zeit geraubt hat. In der Vergangenheit. So, einfach mal durch. Du triffst dich nicht mit Fallbeil. Und die Fallbeilen wird es hier noch wesentlich mehr geben gleich. Aber ich habe keine große Angst vor denen. Listen. Oh, Nose. Wir lieben alle diesen Monolog von Navi, wenn sie sagt, die Schatten der Kreaturen, die hängen an der Decke, pass auf! Besonders auch dieses blöde Geräusch. So, durch. Immer schön ein bisschen Geduld haben. Was sind das eigentlich für Rattenstatuen? Was symbolisieren die? Die gibt's nie als Gegner oder sonst was. Komisch. Bloß nicht runterfallen. Ja, jetzt bist du wieder da. Ein Langschwert wäre echt einfach. Ich kann ihn auch einfach runterstuppen. Vielleicht schaffe ich es ja. Aber er kann mich natürlich auch runterstuppen. Komm, fall doch runter. Ich meine, es ist ohne Zeit. Ach, schon tot. Der hält echt nicht so gut aus. So, wie kommt eigentlich dahin? Da war ich glaube ich noch nie. Vielleicht mit der Vogelscheuchen. Volkhaar? Aber ich muss auf jeden Fall in diese Richtung hier. Ich ziehe sicherheitshalber die Gleitstiefel an. Ich meine, ich habe es in der Vergangenheit oft ohne versucht. Und dann bin ich nämlich ganz knapp in den Abgrund gefallen. Und dann muss ich halt, wie gesagt, den ganzen Weg nach unten nochmal laufen. Sehr unangenehm. Fahr schon nach oben, das sollte reichen. Und drüben bin ich. Ziehen wir sie wieder aus. Ist auch nur halb so nervig wie mit den alten Stiefeln, weil man sie eben nicht so oft braucht. Zack. 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 Couch.
Aber ich will Herzen verloren, glaub ich. Das gibt's doch gar nicht. So, wieder so ein kleiner, kurzer Abschnitt, wo man nur mal eben das holt, was man braucht. Und dabei witzige Rätsel löst, wie das hier zum Beispiel. Und dann wieder zurückgeht in den Hauptraum und weitermacht. So. Man hört schon was im Hintergrund. Ruscheln, rauscheln und krabbeln. Wir wissen alle, was das ist. Ich werde es mir auch gleich holen. Hier immer schön aufpassen, dass alle Stacheln auf dem Stein sind. Und dann ist man sicher. So, da bist du. Komm her. Ich glaube, da fehlen nur noch 8 Skulltulas. Die kriege ich auch noch. Bis 50. Und unten rechts sehen wir 3 Truhen, wow. Aber die Truhen sind ziemlich uninteressant, bis auf die eine da oben. Ich glaube, da sind eine Pfeile oder Rubine drin. Wie halt immer es ist, wenn viele Truhen in einem Raum sind. Ups, 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 ups. Das war dumm. Das war gar nicht mal so schlau. Am besten, da müsste sie kommen. Ich glaube, da muss ich das Schalter genau drücken, weil es einen Schalter gibt. Hier noch eine Skulptur? Nein, aber eine Truhe. Machen wir sie mal auf. Warum nicht? Juhu, ich bin reich. I'm so reich. So, wozu haben wir einen Enddaken, wenn wir ihn nicht nutzen? Lass mich in Ruhe, Töpfe. Ich dachte schon, die fliegen auf den Schloss. Die fliegen gar nicht. Wundert mich ein bisschen. Ich hab irgendwie damit gerechnet. Aber die sind nette Herzenspende. Nicht jeder Topf ist böse. So, jetzt gehen wir hier rüber. Und hier geht es weiter. Brauche ich auch das Auge der Wahrheit. Sonst wird das ein ziemliches Zufallskommando. Kann ich ja nicht allein auf sein Gehör verlassen. Das bräuchte man ein Ohr der Wahrheit. Das gibt es in diesem Spiel leider nicht. Oh, dieser Raum. Ja komm, ich krieg das auch ohne Gleitstiefel hin. Mit den Gleitstiefeln kann man halt auch auf den Stacheln laufen kurze Zeit. Dann ist man ein bisschen sicherer. So, schnell weg von diesem Zombie. Ja, der Raum ist nicht so gefährlich, solange man nicht so lange auf einer Stelle stehen bleibt. Hock dich wieder hin und zähle den Boden. Zähle den Boden? Zähle die Staubkörner auf dem Boden. Vielleicht klingt das ein bisschen logischer. So, hier brauche ich das Auge der Wahrheit. Zack, 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 zack. Zu hoch. Zu rechts. Genau, genau. Hab sogar einen auf den Weg bekommen. Cool. Huhuhu. Los, weg hier, bloß weg hier. Oh ja, da kommen Erinnerungen hoch. An solchen komischen Räumen habe ich schon lange gehangen. Obwohl die gar nicht so schwer sind. Ja, wenn ich jetzt ein Holzschild anhätte. Kommt das Vieh her? Muss ich eigentlich die Gegner besiegen? Ich meine schon. Aber mal rein damit. Komm her. Du sollst nur sterben, dann sind wir alle glücklich. So, jetzt müsste eigentlich die Tür wieder aufgehen. Jawohl. Und unten ist noch der Schlüssel und dann haben wir hier alles erledigt. Das war gar nicht so schwer. Und noch eine goldene Skulptur. Symbolbringerin. Die Hilfe, 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 Hilfe. Autsch, jetzt bin ich doch in die Stacheln rein. Dein Schrei, der macht mich nicht an. So, haben wir da
So und so. Und dann können wir uns hochziehen. Mist, da brauche ich das Auge der Wahrheit. Da brauche ich etwas, was die Sinne schärft. Etwas Geheimnisvolles. Zack. Jetzt müsste eigentlich die Endphase kommen des Tempels schon. Ach, das hier. Nicht gut, das mag ich nicht. Da brauche ich jetzt nämlich sogar die Eisenstiefel. Sonst schmeißt mich der Ventilator wieder nach hinten. So was ähnliches gab es ja auch in Wind Waker. Ja, ein bisschen schwieriger als hier. Aber hier muss man halt da erstmal drauf kommen, dass man hier die Eisenstiefel nochmal braucht. Sonst denkt man immer nur im Wasser an die. Und diesen Balken habe ich auch gerne mal übersehen. Kam dann einfach nicht weiter. So, geradeaus muss ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, was es da gibt. Auf jeden Fall ignoriere ich es einfach mal. Einfach, weil ich gerade keine Lust habe, da reinzugehen.